Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Disgaea Afternoon of Darkness. Das letzte Mal hat es ein bisschen gerumpelt gegen Midboss. Macht aber nichts, ich habe jetzt die ganze Story noch einmal durchgespielt und bin zwischendurch auch mal in der Item-Welt gewesen. Um euch jetzt mal etwas ganz kurz zusammenzufassen. Wir haben hier allesamt ziemlich hohes Level mittlerweile. Auch die etwas schwächeren damals. Danach habe ich hier einen neuen Charakter. Sie ist Schützin. Da wird es gleich mal hier drauf gehen. Kennt sich bestens mit Pfeil und Bogen aus. Versuche zum Thema dazu. Danach habe ich noch viele, viele Ausrüstungsgegenstände getauscht. Um es mal ganz, ganz, ganz kurz durchzublättern. Interessiert wahrscheinlich eh keinen hier. Ja, genau. Egal wie. Jetzt gehen wir nach Blair Forest und dann zum Heart of Evil. Skip Story, because... Beziehungsweise weil... Fange ich schon an Englisch zu reden. Das ist, weil ihr das schon vom letzten Mal kennt. Für euch wird das jetzt keinen großen Unterschied machen, weil ich das Gameplay noch nicht veröffentlicht habe. Aus diesem Grund ist da soweit alles in Ordnung. Dann fangen wir auch schon gleich an. Windcutter. Legen wir die erstmal weg. Und 50. Sieht gut aus. Ja, genau. Machen wir als nächstes. Etna, Asteroid Rob. Kann ich gleich 3, nicht nur 2 erwischen. Das ist schon ein Vorteil. Und 20, 104. Schauen wir gleich mal Ice Fire. Ja, mach Feuer Wind. Dann hätten wir noch Feuer und Feuer. Ja, das sieht aus. Mega Fire. So. 3349. Auch soweit passabel aus. Und wie stech dich jetzt am dümmsten, dass du hier im Weg rumstehst? Ach, stimmt, ich auch hier. Ist egal, weg. So. Ihr seht schon, meine Gegner werden jetzt mittlerweile mit ziemlicher Leichtigkeit vernichtet. So, jetzt bräuchte ich Oshi mit Megas, da geht nicht. Dafür mit Star. So, in etwa sollte das funktionieren. Ist ein bisschen so rausgekommen, wie ich es nicht geplant hätte, aber das macht jetzt auch nichts. Und ich noch 21,2. Das ist in 0, jetzt erledigt. So, danach hätten wir. Ihr könnt bei der einsetzen. Umi könnte man noch einsetzen, um den letzten noch ein wenig anzuschwächen. Na, dann tun sie noch 2. Na gut, macht nichts. Lass mich fürs Erste. Colossal Fissure.
Ist auch wieder eine neue Attacke hier. So, ja, der 30. Und jetzt müssen wir uns mal darum kümmern, dass die allesamt vernichtet werden. Wie kann man es mit Giften, indem man mehrere Leute auf einmal angreift? Dazu holen wir jetzt mal Flon raus. Obwohl, nein, Flon hebe ich für später auf. Erstes Mal. Zumindest Feuernatural. Und ich kann es auch so machen. Machen wir es mal. Gut. Da wird es jetzt sein, aber wir können hier angreifen. Late Rush. Zack. Und Level Up. Oh, das können wir noch machen. Das ist irgendwie dumm aus hier. Da ich immer da aus bin, dass meine Leute einigermaßen gleich mit Skiller werden, auch wenn ich viel zu viel Charakter für solche Aktionen habe, um jetzt wirklich in der Story voranzukommen. Deshalb ich auch nebenbei bemerkt, dass ich das letzte Mal draufgegangen bin. Das ist ein schlechter Scherz sein. Ach komm schon. Richtig, wo irgendwas, was mehrere auf einmal trifft. Mega Feuer. Das Feuer anfällig, das Feuer anfällig. Sollte keine größeren Schwierigkeiten verursachen. Sitze. Der 15 ist erreicht. Der ist nicht anfällig. Mega Wind. Sehr schön, kommt man Level Up. Jetzt haben wir noch diese beiden hier. Die will ich ganz gerne mit einer Attacke vernichten, allerdings habe ich leider nicht die Möglichkeiten dazu, schnell so. Da hier niemand mehr als eine Person gleichzeitig angreifen kann. Obwohl, machen wir kurz. Eisresistent, fertig. Gut, ich denke mal, wir könnten es trotzdem einmal versuchen. Dann tut's nichts. Eine wird auf jeden Fall drauf gehen. Vom anderen weißt du nicht. Ja, okay. Hat's fertig. Passt. So, dann können wir erstmal die Runde beenden. Dann würde ich mal sagen, bin ich zurück. Ich genauso. Genauso haben wir jetzt Bonus.
Oh, großzügig. Fast gar nicht gelevelt, was vor allem daran liegt, dass Sternmagie bzw. Geomagie dann dementsprechend erst auf deutlich höheren Leveln erlernt wird als reguläre Magie und entsprechend. Jo, das ist das Resultat davon. Ach komm. Gut. Wäre es soweit gewesen. Dann würde ich mal sagen, lock mal Mikros hierher. Genau richtig. So. Fettmännchen. Allererstes Mal Hurricane Slash, danach setzen wir noch ein Hurricane Slash drauf. Dann sollten wir vielleicht mal hier rüber gehen. So, da komme ich nicht gleich hin. Geringfügige Verluste hier, weil ich jetzt mal kurz Power Jacket abnehmen muss, um mich zu dem Typen hier hin zu bewegen. Ups. So. Hier machen wir Star, weil die Attacke deutlich stärker ist als Megastar. Also ist deshalb begründet, wenn wir jetzt mal kurz die Attacke aufheben. Und wie man hier sieht, ist die Magie Level 7 und das Waffenlevel 6. Waffenlevel 6 bedeutet 118% Power und 2 in der Weite und eine in der Fläche mehr. Das hat jetzt nicht unbedingt sehr viel zu bedeuten. Allerdings, je mehr man die Attacke einsetzt, desto mehr Special Points kostet sie. Und dementsprechend kann man auch hier ganz schön eine Menge an allen möglichen Formationen erlernen, wie man noch mehr Gegner auf einmal erwischen kann. Und je mehr man diese Formationen lernt, desto stärker wird auch die Attacke. Das Attackenlevel ist in diesem Fall sehr entscheidend und entsprechend hätte ich jetzt mal gesagt, lass ihn loslegen. So,
Und ein bisschen Eis. Und vor allem auch die Reichweite wird dadurch erhöht, dass man dann dementsprechend eine stärkere Attacke benutzt. Ich mach Yuki. In Ordnung. Execute, hätte ich mal gesagt. Ah, fast. Alles klar. Dann haben wir es nicht mehr gebraucht. 10 noch. Das schafft er auch noch. Besser Pogo. Freiburst. Spaß und Level up. Würde ich mal sagen, ich spring den Weg hier raus. Und die beide hier nach vorne. Und da kann auch schon das Gemetzel losgehen. Im Grunde. Ende der Runde. Jo. Hurricane Slash. Nochmal Hurricane Slash. Nach gibt's Ryburst. Und hinten gibt's dann noch eine Attacke. Boulder Crush. Das lassen wir erst einmal. Aus welchem Grund werdet ihr gleich sehen? Allerdings müsste ich noch fix, genau. Haben wir Megawind vielleicht noch? Out of range, das heißt, müssen wir uns mal gut bewegen. Megawind. So sehen wir den ja. Perfekt. Star. Dann stellen wir schon mal die nächste in die Position rein. So. Ich kann einstehen. Ganz alarm. Gut. So komplizierter Kampf so. Ja, okay, eigentlich nicht. Den könnt ihr auch noch platzieren. So, dann legen wir los. Execute. Sehr gut. Damit können wir schon mal Magic Knife auf der Drammen. Dafür dann Triple Strike. So. Zack. Hat
als nächstes kommt Rapid Fire. Da habe ich wohl eine Distanz, bin ich verschätzt. Macht aber nichts. Komm mal Tri-Burst raus. Skylunk und Boulder Crush. Los geht's. Bling. Soll ich Roosterblatt als Bonus dazu bekommen? Gefällt mir soweit. Beenden die Runde. Aber noch 96, ja. Wen kann ich ein bisschen fürs Level abhelfen? Am effektivsten wird wahrscheinlich Kakashi sein. Jo, machen wir es so. Sollen wir Edna beiseite. Yuki auch. Mega Charge. Boom. Das war's. Das klingt wie eine schlechte Ausrede. Just when I was getting started, I beg your pardon, but I need to use the restroom. Consider yourselves lucky. You've been spared. Au revoir! He ran away. His excuses are getting more and more pathetic. Ja, das könnte man schon so lassen. I'm the Overlord! 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 The prince is now the Overlord. It's so hard to believe. Now. Look at him. He is so happy. He pretends to be evil. But he can be cute sometimes. You think? Well, he's just a kid, that's all. Anyway, shouldn't you be worried? Huh? What do you mean? You helped the prince become the overlord. Yeah? Master Lamington, are you here? Jedes Mal aufs Neue. You make a ruckus every time you are here to see me, Volcanus. What is it this time? How can I not make a commotion? Lahar, the son of King Krzyzewski, has been crowned the new overlord. Das ging aber schnell mit den News hier. Beziehungsweise mit der Nacht. That's not all. That trainee Flan helped him win the throne. Is that so? This is no longer a case of disobeying orders. This is treason! Ay. You are correct. So, what are you planning to do? I will need to think about it. Think about it? Think about it, you say? This is a grave matter! Ja, da scheint jemand ein bisschen, ich weiß nicht. Ignore it. I will handle this problem. You have no objections, do you? Ein bisschen sehr angefressen. Oh dear. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Aber gut. What should I do? If the Seraph hears of this, there is no telling what punishment awaits me. I might be dismissed from my angel trainee position. Who cares? Why don't you change jobs now and become a demon? Klingt nach einem Angebot, hätte ich behauptet. No! Oh, Master Lamington, please guide me!
Ja. The evil Empress Edna has sent monsters to take over the world. But when evil creeps up on people, Flan, the messenger of love, comes to the rescue. As long as evil exists, Flan's battle will never end. Run, Flan! Don't lose heart, Flan! Let the people's cheers bring you courage! Transform! Guardian Flan! Next on Guardian Flan, Warrior of Love, Episode 7, Drop Dead Etna. Always keep love in your heart. I always wanted to try this. Flan? What you doing? Oh, hiya! Hoppla. Was da auch passiert ist? Wer weiß, wer weiß. Dann speichern wir das mal. Jeez, you just keep laughing and laughing. How can I not? I'm now the Overlord. That means that I'm the most eminent demon in all of the Netherworld. I am aware of that. But ever since you've become the Overlord, you have done nothing but laugh. You don't understand a thing. Laughing is a very important aspect of being the Overlord. Ah ja. Und wie genau hängt das jetzt bitte schon damit zusammen? Oh gut. Besides, there isn't any urgent matter that's suitable for my first act as King Laharl the Terrible. King Laharl the Terrible. König Laharl der Schreckliche, ja? Na, also ich weiß ja nicht. So schrecklich wirkt es wohl wirklich nicht. I'm the Overlord now. Aw, come on. That's a minor detail. Minor detail? So, what kind of job is it? You want me to make it rain pepper on Earth so they can't stop sneezing? Oh. Or do you want me to give human kids an addictive video game that will deprive them of their sleep? No. Das ist ja mächtig bösartig. Don't call me a kid. You're more of a kid yourself. What? Who the hell do you think I am? Now. He is just a child. Shut up, Blackchest. Scharfe Zunge, sag ich mal. What did you say, you? I mustn't. In times like this, love is the answer. With love, there is understanding. Na dann. Does she have a few screws loose or something? Huh, you got some attitude, kid. Just like you, Prince. Da hat sie auch nicht ganz Unrecht. Yeah, right. So, what's he got to do with the job? Oh, yeah, his pets are missing. Huh? And? And your job's to look for them. Why would I, the Overlord, look for some stupid little brat's pets? Yay, Haustiersuche! Ridiculous! Absolutely ridiculous! Bring me something more fitting for my first task as Overlord! I refuse. It may seem ridiculous to you, but it's important to him. This is a perfect way to begin your rule as Overlord. And if you don't do it, I'm never going to accept you as the Overlord. Harte Worte. What are you getting so mad for? It's not like you. Answer me. Will you do it or not? Das hat ein bisschen anderen Hintergrund, aber dazu kommen wir später. Ugh. Fine, I'll do it. Good. And you better not slack off. Ugh. Why am I, the Overlord of the Netherworld, taking orders from this annoying brat? Episode 7 of Being an Overlord. La, 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 la.
denn? Zeit ist um, zu Invasion spricht das nächste Mal, hätte ich behauptet. Aus diesem Grund, ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback würde mich freuen und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Und bis dahin, macht's gut!